Dort, wo gestern der Aufstand begann, den die Opposition Operation Freiheit nennt, prallen auch heute wieder Staatsmacht und Gegner aufeinander. Einzelne Jugendliche suchen die direkte Konfrontation und finden Gummigeschosse und Tränengas. Die Luftwaffenbasis La Carlota mitten in Caracas könnte zu einem Symbol werden für das bislang vergebliche Anrennen der Opposition gegen die Regierung. Hier hatte Guaido gestern das Ende Maduros angekündigt, hier verlor sich das Versprechen im blutigen Scharmützel. Heute wollen sie es nochmal wissen, die Mehrheit allerdings friedlich. Wir wollen die Freiheit. Von Maduro, Mangel und Unterdrückung fordern sie auf den Straßen und Plätzen von Caracas. Fast trotzig hatte Oppositionsführer Guaido nach der gestrigen Niederlage den größten Protestmarsch der Geschichte angekündigt. Und wieder folgen Tausende seinem Aufruf. Das venezolanische Volk ist der immensen Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Not müde. Wir sind Venezolanerinnen und hier, um unsere Landsleute zu unterstützen. Wir sind sehr hoffnungsvoll. Wir sind schon in der letzten Phase der Operation Freiheit und es fehlt wenig, bis der Usurpator geht. Doch es stellt sich die Frage, wie viele Möglichkeiten der Opposition tatsächlich bleiben. Auf den Straßen die Spuren des vorerst gescheiterten Aufstands von gestern. Am späten Abend hatte sich Maduro im Staatsfernsehen zum Sieger erklärt und der Opposition Verrat vorgeworfen. Dies kann nicht ungestraft bleiben. Vor Generälen und Ministern erklärt er, drei Sonderstaatsanwälte einzusetzen, um die Verantwortlichen anzuklagen. Dabei zeigt der Machtapparat Maduros erste Risse. Investigative Journalisten aus Venezuela berichten von Intrigen im Kabinett und Geheimverhandlungen zwischen Militärs, Richtern und Oppositionellen. Guaido bewegt sich frei im Volk, Maduro wagt das nicht, zeigt sich, wenn überhaupt, nur vor bestellten Parteigenossen. Während Russland längst Soldaten geschickt hat, üben auch die USA politischen Druck aus. US-Außenminister Pompeo behauptet gestern, Maduros Fluchtflugzeug nach Kuba hätte schon bereit gestanden und legt heute nach. Ein militärisches Eingreifen ist möglich. Falls notwendig, werden die USA das tun, aber wir versuchen alles, um Gewalt zu vermeiden. Und Guaido ist zur Stunde wieder unterwegs auf den Straßen von Caracas. Wir fordern, dass sich alle Soldaten uns anschließen. Wir stehen nicht gegen sie, unsere Brüder. Im Gegenteil, wir brauchen sie an unserer Seite. Doch wie das geschehen soll, weiß nach wie vor niemand. Für morgen hat Guaido zum Generalstreik aufgerufen.